Willkommen in Medieval Dynasty. Wir haben hier ein kleines Dörpchen gebaut. Wir sind jetzt im ersten Monat des zweiten Jahres. Und ja, würden jetzt so gesehen das Spiel dann nicht abschließen, aber pausieren, würde ich sagen. Oder was sagen Sie dazu? Das ist eine wunderbare Idee. Genau, also wir wollten jetzt noch einmal kurz das Dorf zeigen. Und Mani und ich werden dann, ja, dann pausieren. Und wenn dann hoffentlich irgendwie größere Updates kommen, werden wir nochmal reingucken. Aber dann schon so weit sein, dass wir einfach damit starten können, ohne unbedingt irgendwas neu zu craften oder herzustellen, Häuser zu bauen. Das Einzige, was bei uns jetzt fehlt, sind wirklich Wohnhäuser. Aber sonst haben wir alles gebaut, was geht. Ja. Da. Jedes einzelne Gebäude. Inklusive einer Windmühle. Die passt hier so gut rein. Das ist echt geil. Ja, zumal die halt von den Bäumen so ein bisschen, ne, verdeckt ist. Ja, das finde ich mega. Vor allem die Allee hier finde ich auch super. Ja. Ja, und dann haben wir hier oben unsere Felder. Mit einer kleinen Plantage. Unseren Bienenstock dazu. Und dann hier so ein bisschen Tiergehege mit Schafen zum Beispiel. Und hier unten haben wir auch unsere Hühner mit den Schweinen zusammengesetzt. Also mega geil. Ja, und das Dorf an sich ist auch mega geworden. Vor allem, was ich so cool finde, ist, dass die Häuser nicht dicht an dicht stehen, sondern, also sie stehen dicht an dicht, aber sie sind nicht NRW-Reihenhaussiedlung, sondern ein bisschen geordnet, aber trotzdem noch so, dass sie... Das funktioniert nicht. Du musst hüpfen. Ja, ich drück die Leertaste, bei mir passiert nichts. Oh. Ah, ich habe die Quest Steuernzahlen bekommen, okay. Ich kann nicht mehr springen. Oh, wir haben eine neue Hauptquest noch, ne? Oh. Sei geduldig. Sprich mit Seduvin. Okay. Also, ja, das ist das Dorf. Du zeigst das Dorf, ich quatsch mit Seduvin. Ja, mach das mal. Genau, also Quests haben wir auch einige gemacht und überraschenderweise ohne Flachs. Ich glaube, in den letzten 2 Stunden oder 1,5 Stunden vom Stream ist die Hauptmission 2-mal umgesprungen. Sodass wir jetzt oder Mani ganz schnell die Quest erledigen möchte. Oh ja. Vor allem, weil ich vorher noch gegoogelt hatte, ob man die Quest überhaupt abschließen kann, ob es da schon ein Ende gibt. Und überall stand, ja, nee, bei mir steht immer nur, behalte Oxbow im Auge. Dann habe ich schon gedacht, so, ja, okay, gut, dann gibt es halt noch kein Ende. Aber so weit sind sie alle noch nicht. Ja, das ist mega. Ja, und hier haben wir unseren Marktplatz. Wenn man auf die Karte guckt, ist das hier einmal so im Halbbogen gebaut. Mit den Märkten dran, der Taverne, der Küche und Lebensmittellager. Und dann sollen und hier noch... Und dem Scheißhaus. Und ganz wichtig, dem Scheißhaus in der Ecke, direkt neben der Küche, da wo es hingehört. Ja, aber wir wollen dann hier noch so weitere Bänke bauen und Tische. Das sieht aber ein bisschen komisch aus, weil man die Bänke nicht näher ransetzen kann. Also leider kann man nicht sowas wie hier bauen. Dass sie dann da auch dran essen würden anscheinend. Aber so sieht die eine Siedlungshälfte aus und die andere Siedlungshälfte fängt dann hier an. Die ist so ein bisschen noch rudimentär, ohne Deko oder sonstiges. Einfach erstmal nur wohnen. Und was richtig cool geworden ist, aber das dauert ein bisschen, das dauert bestimmt noch ein bisschen, ist hier der Kräuterkundler in seiner eigenen Butze, aber hier sind halt die Bäume noch nicht nachgewachsen, weil das halt dauert. Man sieht genau, wo wir aufgehört haben, wo die Jahreszeit gewechselt ist, weil dahinter ist dann alles wieder Brachland. Also da müssen noch ein paar Jahreszeiten vergehen, bis die Bäume hier dann vernünftig nachwachsen. Aber ich glaube, das sollte richtig cool aussehen. Ja, und eigentlich kann man dann nur sagen, das war's dann eigentlich mit Medieval Dynasty. Und ja, danke fürs Zuschauen, würde ich sagen. Und schaut auch gern bei Mani auf
Twitch vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Bei mir könnt ihr auch gerne vorbeigucken. Wir spielen als nächstes Once Human und danach irgendwas anderes. Mal gucken, was so ansteht. Und wenn dann wieder ein großes Update zu Medieval rauskommt, denke ich mal, werden wir straight up reinstarten. Wir haben hier zwar noch so ein paar Kleinigkeiten zu erledigen, aber für mich hat es jetzt langsam angefangen, dass es so ein bisschen zu grindy arbeitmäßig war, dass man jetzt einfach nur ganz schnell den Abschluss finden wollte. Und dann gucken wir beim nächsten Mal einfach weiter rein. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Boi, boi.